Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf Sheep und heute geht es um diese zwei kleinen Teile hier. Das sind die CX25 von Kulax und was wir für ungefähr 50 Euro von Kulax hier bekommen, das gucken wir uns heute an. So, für 50 Euro kriegen wir einmal diese kleine Box hier von Kulax und da haben wir einmal, wir sehen es hier direkt, die kleine Schachtel. Hier vorne steht auch Kulax drauf und da haben wir dann auch die CX25 drin, denn wenn wir das Ganze hier einmal aufmachen, sehen wir die beiden. Wir haben einmal hier den linken Ohrstöpsel und den rechten Ohrstöpsel, einmal auch für die große Kamera. Und genau, das hier ist das Aufbewahrungscase und das Ganze hat hier hinten einen Micro-USB-Anschluss. Das heißt, das Teil kann unsere CX25 auch laden und das funktioniert ganz simpel, indem wir einfach die Teile nehmen und dann hier magnetisch reintun und dann werden die Teile geladen. Hier blinkt diese LED. Wenn die einmal blinkt, heißt es noch 25% verbleibend. Wenn die zweimal blinkt, halt dementsprechend 50. Viermal ist logischerweise voll geladen und so können wir also sehen, wie voll unser kleines Case hier ist. Und damit lassen sich laut Kulax die Teile hier dreimal laden. Und die Teile selber haben dann eine Akkulaufzeit von ungefähr 150 Minuten, also nicht so extrem lange. Aber ich meine, für einige Bahnfahrten sollte es reichen, weil ich meine, länger als 150 Minuten fährt wohl keiner Bahn, außer ihr fahrt nach Bayern oder so. Ist aber sehr teuer. Machen wir weiter mit der Box, denn hier haben wir einmal unten eine kleine Schachtel noch mit der Aufschrift USB. Und was ist hier drin? Logischerweise das USB-Kabel, wenn ich das noch hätte, aber das habe ich natürlich fachmännisch beiseite gelegt. Und hier diese kleine Anleitung auf Englisch. Dieses Mal leider etwas schlechter. Beim letzten Mal, als wir Kulax-Geräte hatten, war die Anleitung ein Highlight, sehr schön designt. Dieses Mal ist das Englisch leider nicht besonders gut. Aber die Anleitung ist relativ wichtig, weil man der auch entnehmen kann, dass man die einzelnen Kopfhörer auch einzeln verwenden kann zum Beispiel. Dann ändert sich allerdings der Name von den Teilen so, wenn wir die verbinden, heißen die CX25, wenn wir die einzeln verbinden, heißen die aus irgendwelchen Gründen D30. Aber okay, das heißt die Anleitung leider auf schlechtem Englisch, aber wichtig, kann man mal gelesen haben. Und dann haben wir hier noch ganz klein noch verschiedene Ohrstöpsel, aber ich denke, darauf brauchen wir jetzt nicht näher eingehen, das ist ja immer so, wenn man irgendwelche neuen Kopfhörer kauft. Ich würde sagen, wir packen das hier alles wieder irgendwie fachmännisch rein, das mache ich gleich, wenn die Kamera aus ist. Ich würde sagen, wir befassen uns jetzt einfach mit diesem kleinen Teil hier und ich sage euch jetzt was, wie der Tragekomfort ist, wie die Musik so klingt, denn das ist irgendwie das Wichtigste und warum man sich mit den Teilen irgendwie fühlt wie Iron Man und auf jeden Fall ziemlich bosshaft. Das Ironman-Feeling beginnt schon ab dem Moment, in dem man die CX25 aus dem Gehäuse nimmt. Nicht nur fangen sie dann an, blau zu leuchten und schalten sich automatisch ein, nein, sobald man sie in den Ohren hat, erzählen sie einem genau, was jetzt eigentlich passiert. Vom Turn-On über das Synchronisieren der beiden Ohrstöpsel hin zur Information, welches der rechte und welches der linke Channel ist, bis hin zur Information, dass das Second Device, also zum Beispiel euer Handy, verbunden ist. Dass die Kopfhörer den gesamten Startvorgang kommentieren, erinnert mich persönlich an Filme wie zum Beispiel Iron Man, da redet der Anzug ja auch. Und ganz ehrlich, man fühlt sich dann einfach echt cool. Aber kommen wir zum wichtigsten Teil, dem Klang. Dieser hat mich wirklich überrascht. Die Tiefen klingen stets voll und kräftig, Bass ist also da, sind jedoch immer schön ausgeglichen. Auch die Höhen kommen sehr gut und klar rüber. Lediglich, wenn man den Sound komplett aufdreht, beginnt der etwas zu verzerren und das Hören wird unangenehm, schlichtweg zu laut. Als durchaus musikaffiner Mensch kann ich aber sagen, dass der Klang einfach schön ausgewogen ist. Musik hören macht mit den CX25 definitiv Spaß. Doch wie sieht es mit dem Tragekomfort und dem Handling aus? Bei komplett kabellosen Kopfhörern ja ziemlich wichtig. Kurz, gut. Die CX25 sitzen angenehm im Ohr. Sogar wenn man auf einem Ohr liegt, drücken sie nicht besonders. Also für den rein hypothetischen Fall, dass man mit den Dingern krank im Bett liegt, zum Beispiel wegen einer Mandelentzündung, auch das geht. Zum Halt kann man nur sagen, solltet ihr den Kopf mal in den Nacken schmeißen müssen, um euer Antibiotika zu nehmen, die CX25 machen es mit. Auch das fröhlich durch die Gegend tanzen, wenn man wieder gesund ist, ist kein Problem. Es ist zwar auch immer eine Vertrauensfrage, gerade weil man die kleinen Dinger im Falle des Falles natürlich leicht verlieren kann, aber mir sind sie bis jetzt noch keinmal aus den Ohren gefallen. Zumindest nicht, wenn man sie mit gesundem Menschenverstand nutzt und mal nachbessert, wenn man merkt, dass es vielleicht gerade etwas locker wird. Tragekomfort und Handling sind aber top. Habt ihr dann die Stage oder auch euer Wohnzimmer gerockt und die CX25 mal geleert, so könnt ihr diese wie erwähnt in der kleinen Ladeschachtel einfach laden. Habt ihr darauf geachtet, den linken links und den rechten rechts einzustecken, schalten sich die Kopfhörer automatisch aus und laden in ca. 1,5 Stunden wieder komplett auf. Hierbei leuchten die blauen LEDs. Sind sie wieder aus, so sind die CX25 komplett geladen und wieder bereit für die nächsten 150 Minuten Musikgenuss. Diese blauen LEDs können jedoch auch nerven. Hört ihr zum Beispiel im Dunkeln eure Songs und wollt einfach nur nachdenken, ja, das mache ich tatsächlich öfter, so nerven die alle 5 bis 10 Sekunden blinkenden Lichter einfach nur. Aber das gehört zum Design und das sieht jeder bestimmt irgendwie anders. Trotzdem wollte ich es mal erwähnt haben.
Ein anderer Punkt, welcher mich im Test ein wenig gestört hat, ist die fehlende Regulierung der Lautstärke. Zwar kann man die Seiten der CX-25 eindrücken und somit zum Beispiel Songs stoppen oder Anrufe annehmen, mit iPhone sogar Siri aktivieren. Will man jedoch die Lautstärke regulieren, so muss man dann doch zum Smartphone greifen. Im Alltag nicht sonderlich schlimm, da die meisten Alben ja dann doch irgendwie halbwegs vernünftig ausgesteuert sind, aber trotzdem erwähnenswert. Letztlich kann man nur sagen, dass die CX-25 von Kulax für 50 Euro einen mehr als ordentlichen Einstieg in die komplett kabellose Welt liefern. Wer also auf der Suche nach Kopfhörern ist, die sich vom Kabelkonzept komplett verabschiedet haben, zum Beispiel in der Bahn extrem praktisch, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man auf einem Ohr Musik hören will und dann baumelt der andere Ohrhörer immer so dumm rum, ich habe keine Ahnung, was man mit dem machen soll. Dann sind die Dinger extrem praktisch und ich kann sie einfach nur empfehlen. Am Anfang hatte ich persönlich ja noch Angst, dass für 50 Euro einen relativ geringen Preis für Kopfhörer und vor allen Dingen für komplett kabellose Kopfhörer der kabellose Aspekt extrem beworben wird und dadurch die Klangqualität echt flöten geht. Aber die Kulax CX-25 haben mich da eines Besseren belehrt. Das heißt, der Klang ist wie gesagt sehr ausgewogen und für mich als Vielhörer echt vollkommen okay und ich kriege da keine große Differenz mit zu doch teureren bzw. besseren In-Ear-Kopfhörern. Das heißt, ich kann die Kulax CX-25 wirklich einfach nur empfehlen. Wenn ihr irgendwie Interesse an der ganzen Geschichte habt, dann findet ihr wie immer alle Links unten in der Videobeschreibung. Und ja, schreibt mir nochmal, was ihr von komplett kabellosen Kopfhörern so haltet. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn euch das Video irgendwie gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat oder was ich noch verbessern soll. Ansonsten guckt euch noch meine anderen Videos an und folgt mir auf Twitter und Instagram. Und ja, teilt gerne das Video. Ich versuche die Videos immer besser zu machen, immer mit mehr Equipment hier zu machen. Und ja, das geht auch langsam ins Geld und deswegen wäre es nice, wenn ich irgendwie noch ein bisschen mehr Reichweite hätte. Also wenn euch die Videos gefallen, dann teilt sie bitte einfach. Ansonsten habt ihr hier noch das letzte Video von mir zur Yi 4K Plus meiner Actioncam und hier noch ein Video, was für euch von YouTube extra angepasst wird vom krassen Algorithmus. Also guckt euch die Videos einfach an. Ansonsten kann ich nur sagen, habt noch einen schönen Abend, Nacht, Tag, was auch immer. Macht es gut. Ciao.